Herzlich willkommen zur Videolösung von der 8. Serie. Wir besprechen hier die Aufgabe 2. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Sie wollen von einem Boot auf dem Wasser ans Ufer springen. Mit welcher mittleren horizontalen Kraft Fx müssen Sie sich abstoßen, um das Ufer zu erreichen, wenn die Abstoßzeit T-Stoß 0,2 Sekunden dauert? Zum Zeitpunkt des Absprungs ist das Ufer 1,2 Meter entfernt und 0,8 Meter tiefer. Der Luftwiderstand und der Widerstand des Bootes im Wasser können vernachlässigt werden. Die Situation sieht also folgendermaßen aus. Wir haben das Boot mit der Masse groß M und der Mensch auf dem Boot mit der Masse klein m. Jetzt will der Mensch vom Boot ans Ufer springen und das Ufer ist 1,2 Meter entfernt und der Höhenunterschied zwischen Ufer und der Absprungkante auf dem Boot ist 0,8 Meter. Es macht immer Sinn, sich diese Aufgaben ein wenig schematischer vorzustellen. Das sieht jetzt in diesem Fall so aus. Wir haben ein geschlossenes System, das heißt von außen wird keine Kraft auf das System bestehend aus der großen Masse m, dem Boot und der kleinen Masse m, dem Mensch. Wir sehen also in dieser Aufgabe, das zentrale Thema dieser Aufgabe ist Impulserhaltung. Der Gesamtimpuls dieses geschlossenen Systems ist erhalten oder eben zeitlich konstant. Wenn dann der Mensch ans Ufer springen will, übt er einen Kraftstoß aus. Für eine kurze Zeit übt er eine Kraft Fx auf sich selber eigentlich aus. Somit erhält er dann einen Impuls. Das Boot erhält auch einen Impuls. Und gegeben ist das Ganze, man kann sich die Impulsbilanz kurz aufschreiben. Vor dem Kraftstoß ist der Gesamtimpuls des Systems, der setzt sich zusammen aus dem Impuls des Bootes und dem Impuls vom Mensch. Wir sagen jetzt, die befinden sich beide in Ruhe, also die Impulse sind beide gleich 0. Das heißt, der Gesamtimpuls des Systems ist 0. Und nach dem Kraftstoß ist der Gesamtimpuls P total 1 nach dem Kraftstoß, setzt sich wieder zusammen aus dem Impuls vom Boot und dem Impuls vom Mensch. Die sind jetzt beide nicht mehr 0, aber weil der Gesamtimpuls erhalten ist, muss der Gesamtimpuls wie vorher auch immer noch 0 sein. Das heißt, wir bekommen eine Beziehung zwischen dem Impuls vom Boot und dem Impuls vom Mensch. Die sind betragsmäßig gleich groß mit dem umgekehrten Vorzeichen. Zugegeben, in dieser Aufgabe braucht man jetzt diese Beziehung eigentlich nicht. Es kann aber gut sein, dass mal eine Aufgabe kommt, wo das der Fall ist. Das habe ich jetzt nur nochmal hingeschrieben, um zu verdeutlichen, dass die Impulserhaltung die zentrale oder das zentrale Thema dieser Aufgabe ist. Was wir uns jetzt aber überlegen müssen, ist, was ist denn jetzt eigentlich die Bedingung, wie finde ich den Wert für die Kraft, welche der Mensch ausüben muss, oder wie finde ich die minimale Geschwindigkeit, mit der er sich vom Boot abstoßen muss, damit er das Ufer gerade noch erreicht. Und die Bedingung dafür ist nur gegeben durch die Zeit, welche er in der Luft verbringt, und die ist gegeben durch den Höhenunterschied zwischen dem Boot und dem Ufer. Weil wir nehmen an, dass er nur eine Geschwindigkeitskomponente in horizontale Richtung hat, aber keine in vertikale Richtung. Das heißt, die Geschwindigkeit in vertikale Richtung ist dann nur gegeben oder wird erzeugt durch die Erdbeschleunigung. Das heißt, die Zeit, welche er in der Luft verbringen kann, oder die maximale Zeit, ist gegeben durch den Höhenunterschied und die Erdbeschleunigung. Das heißt,
die Zeit, welche er in der Luft verbringen kann, muss kleiner sein als T1, wobei T1 gegeben ist durch den Höhenunterschied Y1. Das ist der Weg, welcher er zurücklegt in vertikale Richtung in der Zeit T1. Und der ist gegeben durch die Formel 1 Zweitel mal G mal T1 im Quadrat. Und damit können wir die Zeit T1 berechnen. Und die ist nur abhängig vom Höhenunterschied und der Erdbeschleunigung. Und mit dieser minimalen Zeit T1, welche er in der Luft verbringen kann, können wir jetzt die minimale Geschwindigkeit ausrechnen, welche er in horizontaler Richtung hat, damit er gerade mindestens die 1,2 Meter Weg zurücklegt in dieser Zeit T1. Das heißt, damit können wir jetzt die minimale Geschwindigkeit in x-Richtung berechnen. Und die können wir ganz einfach berechnen mit Vx ist gleich der Weg, den wir zurücklegen wollen, über eben diese minimale Zeit, oder sorry, die maximale Zeit T1, welche er in der Luft verbringt. Damit kommen wir auf die minimale Geschwindigkeit in x-Richtung. Wir können jetzt also T1 einsetzen, also x1 mal, und jetzt der Kehrwert für den Wert T1, den wir vorher berechnet haben, das wäre g über 2y1, und das Ganze unter der Wurzel. Insgesamt ergibt das dann einen Wert von g mal x1 im Quadrat über 2 mal y1. Auch hier wieder, ich habe es schon oft betont, immer versuchen, so lange wie möglich formal zu rechnen, solange noch kein Endresultat dasteht. Und das führt uns dann weiter wieder zum dynamischen Teil dieser Aufgabe. Vorher war jetzt eigentlich alles reine Kinematik. Kurz eine Wiederholung: Die Kraft, welche auf einen Körper wirkt, die entspricht der Impulsänderung des Körpers oder der Masse pro Zeiteinheit oder pro Zeit von dieser Impulsänderung. Mit mathematisch geschrieben können wir schreiben, dass die Kraft F von T gleich der Impulsänderung dp über dt ist. Umgekehrt erzeugt ein Kraftstoß F von T, angewandt während einer bestimmten Zeit dt oder delta t, darum eben Kraftstoß, weil es eine Kraft ist, welche über eine gewisse Zeit dt angewandt wird. Dieser Kraftstoß erzeugt eine Impulsänderung dp. Falls wir das nicht infinitesimal schreiben, wenn diese Kraft während einer endlichen Zeit wirkt, ist die Impulsänderung, und ich schreibe es jetzt gleich mit dem Index x um, weil wir jetzt in dieser Aufgabe nur die Impulsänderung in x-Richtung betrachten. Die Impulsänderung in x-Richtung, die setzt sich also zusammen aus dem Integral der Kraft, welche wirkt, mal dt von der Zeit t0 bis t2. Ich habe extra die Zeiten t0 und t2 gewählt und nicht irgendwie t1, weil das t1 hat nichts mit, das sind allgemeine Grenzen hier, die ich hier gewählt habe, und es hat nichts mit der Zeit hier zu tun, noch nicht. Und die Kraft, wurde gesagt, die sei
konstant, oder es wurde von einer mittleren horizontalen Kraft gesprochen, darauf, damit ist gemeint, dass wir eine konstante Kraft annehmen können. Wir können dieses Integral also ein wenig vereinfachen. Wenn wir wissen, dass die Kraft fx konstant ist, dann wird dieses Integral einfacher zu schreiben. Wir können dann einfach schreiben fx, und das ist jetzt nicht mehr zeitabhängig, mal delta t, wobei delta t nichts anderes ist als t2 minus t0. Oder jetzt nochmal anders geschrieben, mit den Werten von dieser Aufgabe, das entspricht dem fx mal der Stoßzeit, t-Stoß. Und die ist gegeben, das ist eben nichts anderes als die Zeitdifferenz, währenddem die Kraft fx angewandt wird. Und die Abstoßzeit, t-Stoß, die ist gegeben, das sind eben die 0,2 Sekunden. Das heißt, wir können die horizontale Kraft fx berechnen. Das ist nichts anderes als die Impulsänderung delta px des Menschen geteilt durch die Zeit t Stoß. Und die Impulsänderung vom Mensch ist ja nichts anderes als gerade dieser Wert pm1 hier, weil zuerst hat er ja den Impuls 0, dann wird dieser Kraftstoß angewandt und schlussendlich hat er dann den Impuls pm1. Und das P, der Impuls pm1, den können wir berechnen. Das ist nichts anderes als die horizontale Geschwindigkeit, die er hat, mal seine Masse. Das ist das Vx mal m über und dann eben wieder geteilt durch t Stoß. Wobei Vx eben die horizontale Geschwindigkeit ist, die er hat nach dem Kraftstoß, und m ist seine Masse. Und damit können wir jetzt das fx direkt berechnen, weil all diese Werte sind gegeben. Das gibt uns schlussendlich eine Kraft oder eine mittlere angewandte Kraft von 802 Newton. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.